Alright Friends, was geht ab? Willkommen zum neuen Projekt auf meinem Kanal, und zwar Renegade Platinum. Ich habe ja vor ein paar Tagen, ich weiß, das ist ein bisschen her, I know, sorry, zwei Community-Umfragen gemacht. Die allererste war, möchtet ihr längere oder kürzere Videos haben? Längere Videos uncut, 30 bis 50 Minuten, von mir aus können das auch länger gehen. Ich würde auch anderthalb Stunden, glaube ich, uncut aufnehmen, aber whatever. Hat auf jeden Fall gewonnen. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da gewotet habt, und ich hoffe, ihr supportet dementsprechend auch, weil bisher auf dem Kanal waren Uncut-Videos, die länger gehen als irgendwie so 20 Minuten. Naja, die wurden nicht so gut geklickt. Damit kill ich eher meinen Kanal. Aber wir werden sehen, wenn das, sag ich mal, auf diesem Projekt richtig gut ist, der Support, dann wird es weiterhin so stattfinden. Wenn nicht, dann werde ich halt in Zukunft einfach nur noch diesen neuen Cutted-Content machen, weil der spricht halt einfach die Masse an. What? I guess. Ja, egal, wie dem auch sei. So, und dann natürlich, zweite Community-Umfrage war, welches Game, und Renegade Platinum hat bei Weitem gewonnen. Ich habe dieses Game noch nie selber gezockt, Real Talk. Ich bin auch nicht der größte Fan von Draiano Hacks. Liegt einfach daran, nicht, dass die schlecht sind oder so, die sind an sich gut. Wahrscheinlich sogar sehr, sehr gut. Aber ich bin nicht so der Fan davon, dass Pokémon irgendwie auf Level 11, 15, 16 oder so schon Aquawelle und, keine Ahnung, Hyperstrahl haben oder so, so ungefähr. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich mag diesen progressiven Pfad, sag ich mal, auch nicht nur vom Schwierigkeitsgrad, sondern auch, was die Pokémon lernen und so. Ich meine, das sieht man ja in meinen Hacks immer. Und natürlich auch, was die Gegner haben. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich bin komplett blind. Den Anfang habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen. Irgendwo, ich weiß nicht mehr wo. Ich habe aber fast nichts mehr im Kopf. Das heißt, sollte ich Pokémon übersehen, TMs übersehen, Items übersehen, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Aber bitte keine Spoiler, welche Pokémon was haben und ab welchem Punkt ich irgendwie EV trainieren muss oder so. Oder ob ich überhaupt EV trainieren muss. Whatever, das auf jeden Fall rauslassen. Das werde ich ja dann selber merken. Aber sollte ich irgendwas vergessen, bla bla bla, sehr, sehr gerne. Ansonsten natürlich, liked dieses Video, damit das die Masse erreicht, schreibt einen Kommi für den Algorithmus und abonniert meinen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ich habe lang genug geschnackt. Ja, ich habe auch kein wirkliches Intro oder so für dieses Projekt, obwohl das ein relativ größeres Projekt wieder ist. Aber da ihr halt Raw Uncut haben wolltet, dachte ich mir, kriegt ihr Raw Uncut ohne Intro etc., obwohl es keinen Sinn ergibt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ist aber scheißegal. Ja, an sich das Overlay relativ schnell hingeklatscht an sich, irgendwie sieht aber trotzdem cool aus, vor allem das Logo sieht cool aus, dafür, dass es relativ schnell hingeklatscht wurde. Ich laber zu viel. Gut, wir suchen unsere Starter aus. Also wir haben natürlich Turtwig hier, den Boy, wir haben Panferno, Panflam, ja, und Piplup, ne, glaube ich, ja, heißt er auch auf Deutsch Piplup oder... Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also ich mag Empoleon überhaupt nicht. Im BDSP hatte ich Shellast. Ja, Wahl ist ganz einfach. Panferno. Ganz einfach. Ich habe mir vorher nicht wirklich Gedanken gemacht. Aber ist ganz einfach. Da ich im BDSP halt den Pflanzenstarter hatte und ich immer Pflanzenstarter nehme und ich mag Empoleon überhaupt nicht. Ja, Panflamidis. So, ich weiß auf jeden Fall, wie bereits gesagt, ich habe das ja mal vor 2-3 Jahren oder so gesehen, dass es noch irgendwo Pokémon gibt am Anfang, die man sich snacken kann. By the way, unser Rivale heißt Barbie. Kuss geht raus. Ich muss dich auf jeden Fall krass zerstören. Ich hoffe, das weißt du. Und du bist der Rex-Rivale Barry. So, er nimmt ja Piplup. Das ist definitiv klar. Oh, wir können und nicht. Oh, wir haben direkt Ember. Das heißt, den Fight könnten wir verlieren, maybe? Wir machen Scratch. Er poundet mich. Oh, naughty boy, Alter. What in the... Okay, ich denke, wir machen ein Leer. Er growlt. Ja, okay, gut, dass wir geleert haben, actually. Weil der Leer, der wird ihn jetzt deleten. Und der Kampf wird wahrscheinlich lange dauern. Der Kampf, der dauert ein bisschen. Alright, dann mache ich eben den Kampf noch zu Ende. Alright. Das Teil hat... Was ist das überhaupt?
Es war weird. Wir haben den Fight auf jeden Fall gewonnen, seht ihr auch, aber er war immer schneller als wir und in der letzten Runde, wo er low war, waren wir auf einmal schneller? Ah? Scripted, dass man den Fight nicht verlieren kann? Maybe. Maybe, maybe, maybe. Alright, was sagt unsere Mutter? What's the matter? No, what's happened to you? Ich glaube, ich muss die Texte noch erhöhen, ne? Das sieht mir so höher aus. Heißt, ich muss nochmal in die Settings gehen. Settings? Nö. Das ist schon fast. Hat das da alles auch set? Ich habe schon alles gemacht. Okay. Gut. Whatever. Was hier? Evoli? Ah. Ein Evoli hätte ich schon ganz gerne, so mit Anpassung für den Anfang. Das ist schon geil. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Ach, wir müssen zum Professors Lab, ne? Ja, stimmt. Ich habe diese Generation viel zu wenig gespielt. Ich mag die auch nicht so sehr. Ich habe hier mal ein Tierlist-Video vor, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen oder so gemacht. In letzter Zeit YouTube-technisch war jetzt nicht so krank, ich weiß, aber ich hatte zero Motivation für YouTube, ne? Wirklich null. Und ja, da in diesem Tierlist-Video habe ich Gen 4 relativ low gerankt. Ich mag Gen 4 nicht so sehr. Also, das, die Tierlist war jetzt nicht, weil ich das Game nicht persönlich gemocht habe oder an sich. Die Tierlist war jetzt nicht auf persönlichen Hass oder so aus. Das war eher alles neutral gesehen. Aber ich habe es halt gerankt von wegen, wie viele verschiedene Encounter kriegt man, wie viele verschiedene Pokémon benutzen die Trainer und wie sehen die Routen aus und die Soundtracks, die Story und wie ist der Spielverlauf und das Pacing des Games, bla bla bla. Und Gen 4 ist da. Naja. Naja. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, weil ich habe auch in der Tierlist gesagt, dass man das nicht so ranken kann, von wegen, ja, aber hier in Gen 4 gibt es so, so und so gute Pokémon und was weiß ich nicht alles. Das kannst du gar nicht so low ranken. Ja, das macht halt bei einer Tierlist an sich keinen Sinn. Wir haben keine Pokébälle, ne? Ne. Wir haben nur das Bicycle. Warte mal, dann kann ich das Bicycle aber eigentlich gerade doch registern. Und dann geht's auf in die Olga. Und dann sind wir ein bisschen schneller vom Movement her. Und jeden da rein, Alter. So, wahrscheinlich gibt's hier Sterralili und Shinux und so. Ja, ja. Ist noch relativ Standard, würde ich mal behaupten. Wie viel machen Ember? Quick Attack. Not bad. 4. Ich merke gerade, das Game ist relativ langsam, ne? Ah. Das war auch so ein Problem der Gen 4, glaube ich. Dass das Game so ein bisschen langsam war von den Animationen her. Ah, dann muss ich jetzt durch. Jetzt ist zu spät. Von daher, whatever. So, wir sind Level 7. Und wir haben nichts gelernt. Nicht mal Rauchwolke oder so. Wow. Enttäuschend. Enttäuschend. Alright, was haben wir hier? Daralele. Okay, gut. Dann machen wir eben die FPS hoch. Sonst brauchen wir hier 7 Jahre. Zack. Und weg mit uns. Alright, so. Oh, there you are. Please come with me. The professor is waiting. Hehehe, XD. This is it. Wow. Literally 2 Meter gelaufen. Warum sagt ihr die ganze Zeit Thart? Verstehe ich nicht. I don't get it. Alright, let's go inside. Let's go inside. Konnte man... Nee, das war nicht hier, ne? Das sah nur auf... Oder? War das nicht hier, dass man die Rotom-Form ändern konnte? Oder war das nur im BDSP so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Unser Starter heißt Derek. Why not? Der gute alte Derek. So. Ja, ich bin happy mit dem Nicknamen. Bla, bla, bla. Okay. Muss ich vielleicht allgemein auf 1,25... Speed spielen? Oh, das fühlt sich viel besser an. Es fühlt sich wirklich besser an. Nur die Musik ist dann etwas verkorkst. Ja, die Musik ist etwas... Aber es fühlt sich besser an, auch von den Texten. Könnt ihr mich ja auch mal in den Kommentaren wissen lassen,
Wollen wir den originalen Speed 100% oder 125%? So was ich jetzt gerade habe. Bla bla bla, ist okay, laber mich nicht voll. Gib mir meine Pokébälle oder sonst was. Was ist das hier? Ein Professor Rowan's Briefcase. It's crammed full of academic papers and notes about field research. There are also two Pokeballs. They appear to contain Pokémon. Huh? You've noticed the Pokeballs that are inside my briefcase, have you not? You know, I've not been very impressed at your ability to bond with Pokémon. So much so that I feel safe if I entrust you the two Pokémon inside the briefcase to you. They are also young Pokémon. Wait, what? Is such a benefit your Pokédex? Blah, blah, blah. Please raise them well. Haben wir zwei Encounter einfach geschenkt? Turtwig? Okay. Wait, das sind auch die Starter. Hä? Ich bin verwirrt. By the way, ich habe es vergessen zu sagen am Anfang, aber ich denke, es wird auch im Titel stehen, das ist halt eine Hardcore-Nuzlocke. Und ich weiß nicht, wie gestört dieses Spiel wird in der Hardcore-Nuzlocke. Wir werden sehen. Aber es ist auf jeden Fall, ne? Wir bekommen wirklich jeden Starter geschenkt, ne? Ich werde die erstmal auf der Bank lassen. Wir werden mal gucken, ob ich die gebrauche, wenn das Spiel zu sehr eskaliert. Ansonsten würde ich die erstmal nicht usen, weil es fühlt sich schon wie Cheaten an. Aber okay. Rein theoretisch einen davon dürfte ich nutzen, weil es dürfte ja eigentlich ein Encounter hier in der Stadt sein. So, vom Pokédex-Eintrag jetzt. Ha. Huh. It's not bad eigentlich dann. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ob da gleich bei den Pokémon steht, dass wir die hier in der Stadt gefangen haben oder gesichtet haben oder so immer. Bin gespannt. Ja, bla bla bla. Alright, so, das speed ich mal eben durch hier. Ja, 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 ja. Bla bla bla. Tutorial, Mutorial, juckt kein. Alright, und dann gibt's, glaube ich, gleich auch das Fang-Tutorial, oder? Meine ich? Bei Pokéballs muss ich wirklich Pokébälle kaufen? Goddammit. Wir sind doch arm. Arme Schlucker. So, dann zwei Antidotes. Und zwei Paraheiler. Zack. Alright, damit können wir jetzt unser Staralili liefern. Staralili ist echt ein guter Encounter eigentlich. Vor allem, wenn er Bedroher haben sollte. Den nehme ich dankend an. So, hier unten gab es noch ein Item, das weiß ich auch noch. Antidote. Alright, cool. Ich habe $100 in den Sand gesetzt. Ist jetzt, glaube ich, aber nicht so schlimm, hopefully. Hier Pokémon Center. Gab es hier irgendeinen NPC, der uns vielleicht was schenkt oder so? Da ich halt blind bin, ne, weiß ich halt natürlich nicht, was die Gegner benutzen. Und ich weiß auch nicht, welche NPCs uns Pokémon schenken. Ja, müsste ich mal gucken. So, aber was ich vor allem gucken muss, ist natürlich Summary. Steht da irgendwo, wo wir es gefangen haben? In Sandgem Town, ja. Alright. Und das allererste Pokémon, was wir in Sandgem Town bekommen haben, ist Shellast. Das heißt, ich werde Piplup erstmal auf die Box heaten. Und zwar erstmal hier unten rechts, weil ich mir überhaupt noch unsicher bin, ob ich das überhaupt benutzen darf. Also eigentlich nicht, weil das der gleiche Encounter ist. Auf der gleichen Route, aber wir werden sehen. So, dann Route 201. Ich hoffe natürlich, wie bereits gesagt, auf ein Staralili mit Bedroher. Wow. Ja. Yeah. Gut. Das ist jetzt nicht mein Staralili, was ich haben wollte. Das ist definitiv kein Staralili, aber das ist okay, I guess. Ehre. Kann für den Anfang trotzdem gut sein, wenn er diese Passive hat, dass die Passive die Fähigkeit, dass er doubled Stats kriegt. Egal ob negativ oder positiv.
Ja. Hoffen wir es. Wie nenne ich ihn? Wie nenne ich Jinx? So. Oder sie, Jinx, whatever. Die Dingens? Der Lake hier sollte doch auch eine einzelne Route sein, oder nicht? Ja. Variety Lakefront. Lake Variety. Alright, was kriegen wir hier? Hier kriegen wir ein Surskit. Es ist okay-ish, weil ich glaube, das lernt relativ schnell halt Blubber, Blubstrahl, Aquawelle und so. Aber es ist jetzt... Ja, genau. Das beste Pokémon. Das hat sehr weh getan, actually. Könnte ein Charles gehen. Das Problem bei der Sache ist, dass... Ich weiß nicht, wie viel ich denke. Ist noch ganz okay, I guess. Dann versuche ich das Surskit mal zu fangen. Alright. Hat ein bisschen gedauert. Hat sich ein bisschen gewehrt. Bugwater, ja. Aber ich meine, das Pokémon an sich später, wenn es sich entwickelt, gutes Mon. Wirklich gutes Mon. Sonst... bin nicht so der Fan von Surskit. Aber später... We take those. We take those. Damit hätten wir aber auch schon mal die Wasserscheiße gedeckt. Ja. Was ganz nice ist. So. Dann, Mom, heil uns einmal. Ich frag mich, ob wir auch das Evoli jetzt nehmen können oder so. Weil ich, wie gesagt, ich habe ja schon den Anfang ein bisschen gesehen und ich weiß, dass... Ich weiß nicht mehr, bei wem ich das geschaut habe. Aber dass die Person auch das Evoli genommen hat. The Pokeball by the window in Eevee I've been looking for is very young, but I think it deserves to see the world. Ja, perfekt. Geil. Cool. Genau das wollte ich nämlich sehen. So. Ja, Barbie is gone. Juckt auch niemanden. Den wird kein vermissen. Keine wird den vermissen, Kappa. So, Parcel bekommen wir. Bye bye, enjoy your adventure. Okay, 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 okay. Und ich meine auch, dass die, wenn wir hier TMs oder so bekommen, die 99 sind oder so, ne? Also so auf unendlich Basis, weil sich TMs ja hier noch verbrauchen. Meine ich. So, und für Evoli gibt es tatsächlich nur einen einzigen Namen. Shoutouts gehen raus. Ich hoffe, du siehst dieses Video und dieses Projekt und ich hoffe, du unterstützt das. Und jeder weiß, OGs auf meinem Kanal, dass Melody einfach MVP ist, sobald Melody im Team ist. So, Katja trägt by the way ein Item. Honey. Und wir haben plus Attack-Wesen. Neutral. Wait. Achso, es wird hier nicht angezeigt von wegen Rot und Blau. Wir müssen immer da schauen. Attack und Defense. Außer man kennt die auswendig. Aber ich bin ganz ehrlich, ich kenne die Scheiße immer noch nicht auswendig. Ich bin da ganz ehrlich mit euch. Ich kenne es immer noch nicht auswendig von dem Wesen her. So, Item Take. So, hat der Honey. Alright, dann schauen wir mal eben unsere Wesen an. Lex Nature. Weiß ich nicht. Aber immerhin Iron Fist. Das ist schon mal ganz nice eigentlich. Dann tauschen wir mal eben die Attacken. So, darunter Turtwig mit Neutral Nature haben wir bereits schon gesehen. Nebenbei. Und Overgrowth. Schade. Nicht die hin, die Normal, aber ist okay. So, darunter dann unser Bidoof mit Adamant Nature. Ah, oh, weiß ich nicht. Der ist halt speziell, ne? Unaware. Ignores any change in ability by the foe. Oh, auch eine gute Ability. Ich hätte gern die Ability von wegen, dass wir Doppelstats kriegen oder Doppelstats verlieren. Aber ist okay. Adamant, weiß ich nicht. Müssen wir halt irgendwie physisch spielen. So, und dann unser Katja, unser Surskit. Er hat einen Lowly Nature. Da weiß ich definitiv, dass es Ass. Das ist Giga-Ass.
Naja. So, und unser Evoli hat ein Naughty Nature. Plus Attack, minus Special Defense. Wenn Flamara hier physisch gemacht wurde, wovon ich ausgehe, können wir daraus ein Flamara machen. Oder ein Nachtara. Wäre auch eine Option. Flamara oder Nachtara. Auch wenn wir minus Special... Oh, das gute alte Covid-19 ist kein Feen-Move. Obwohl, gibt es hier eigentlich Feen-Attacken? Das frage ich mich auch. Gibt es hier Feen-Attacken? Weiß es nicht, weil wenn Covette normal ist und nicht Fee, dann gibt es hier vielleicht keine Feen-Attacken und auch keine Feen-Pokémon. Maybe. Ich weiß es nicht. Aber gut, wir haben auf jeden Fall jeden Encounter. Das heißt, ich würde Progress halber einfach kurz ein bisschen grinden. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir oben beim Fang-Tutorial angekommen sind. Schöner Crit, by the way. Alright. Alle Pokémon sind jetzt auf Level 8. Ich habe so 8 genommen. Ich finde 8 ist auf jeden Fall erstmal ein guter Wert. Und ihr seht auch, ich habe hier ein paar Items, die ich normalerweise nicht haben sollte. Ich werde die aber auch nicht benutzen, keine Sorge. Die Tränke, darüber könnte man streiten. Ich werde sie jetzt erstmal nicht benutzen. Könnt ihr mir sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr noch bis hierhin schaut. Die Revives und so werde ich definitiv nicht benutzen. Ihr werdet das ja dann auch sehen, dass da 998 am Ende des Tages immer noch stehen. Hier bei den Rare Candies seht ihr. Also die gehen runter, die Anzahl. Sobald eine Anzahl nicht stimmt, könnt ihr mich beleidigen in den Kommentaren. Dann habe ich es auch verdient. Wie gesagt, ich werde die nicht verkaufen, ich werde die nicht benutzen. Außer die Tränke vielleicht außerhalb des Kampfes, damit wir nicht immer zurücklaufen müssen. Mal schauen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, falls es so ist. Und hier Protein, blablabla, werde ich erstmal nicht benutzen. Auch die PP-Ups oder so nicht, die mit diesem Cheat dazukamen. Erst wenn wir vielleicht EVs trainieren müssen oder so. Mal schauen, wir werden sehen. Aber ansonsten, das Einzige, was ich hier benutze, sind die Rare Candies. Weil ich finde Rare Candies in einer Hardcore-Nuzlocke mittlerweile tatsächlich einen Muss. So, und das ist Route 202. Was mir auch aufgefallen ist, bei meinem Sprite und bei meinem Pokémon-Infight sind immer so grüne Texturen, als ob im Hintergrund alles Gras wäre. Liegt vielleicht am Filter, muss ich mal für die nächste Aufnahme ändern. Bei unserem Trainer ist es nicht. Aber bei meinem Panflam ist es mir aufgefallen und sie ist Level 9. Ich bin sogar underleveled. Okay. Gut zu wissen, dass sie hier kämpft. Ich dachte, hier kommt das Fang-Tutorial. I don't know. Aber das ist okay. Vor allem, wenn er withdrawt, kannst du gerne machen. Withdraw mal weiter. Hätte jetzt gern Encore, also Zugabe. Schöner Crit und der Burn. Boah, Junge, Junge, Junge. Das heißt, ich werde in der Arena selber nur gecredit und missattacken. Yep. Das sehe ich schon. Sehr schön. Wait, das killt nicht. Aber wir avoiden auch noch den Razor Leaf. Boah. Ist das überhaupt irgendein Pokémon-Spiel, was ich spiele? Ich avoide was. Oh, wir haben null Geld gewonnen. Cool. Ich avoide was. Ich critte. Und ich burne. Ich weiß nicht, was los ist. Aber gut. Ja gut, einen Kampf nehme ich doch lieber anstatt so ein Fang-Tutorial. Das ist okay. Alright, das ist Route 202, das heißt neuer Encounter. Ich hoffe auf ein Chinx. Es muss ja doch ein Chinx geben. I knew it, weil Staralili und Chinx und so sind die Standard-Encounter in Gen 4. Mit Rohr? Er hat Intimidati. Jawohl, Intimidati. Huge. Vor allem, wie gesagt, wenn unser Staralili sich auch noch entwickelt und dann Intimidati habt, haben wir Double Intimidati, was ultra huge ist. Und er ist ausgebrochen. Wow. Aber seht ihr das auch oben links bei Chinx seine Ohren? Das sieht so abgebissen aus. Ich weiß nicht, ob es das am Filter, also ob es am Filter liegt oder nicht. Muss ich mal gucken. Aber ich werde auf jeden Fall das Chinx... Noch ein Crit, Alter. Was ist denn hier los? Ey, holy shit. Ganz vorsichtig. Ganz, ganz ruhig, Charles. Keine Aggression hier. Bleiben Sie am Boden. Wir wollen unseren Counter nicht killen. So, ich wollte eigentlich sagen, ja, werde ich versuchen, das Chinx zu fangen, aber ey, Charles dachte sich so, I got you, gar kein Problem. Was war das für eine Stimme, Alter? So, das ist gut, alle Flash-Pokémon, wer kennt's nicht? Wie nenne ich das Teil? Hm.
fällt kein Name ein. Doch, ich habe einen Namen. Der gute alte George. Ach nein, das ist ja weiblich. Lil. Dann nenne ich es ganz traditionell der übelste deutsche Name, Lisa. Obwohl Lisa nicht so übelst deutsch ist. Aber ey, whatever. So, was kann denn Lisa? Lisa kann plus Defense minus Speed. Kann scheiße sein. Ja, ist unser Intimidate-User, I guess. Level 5. Müsste ich dann auch noch ein paar bringen. Die Potions werde ich benutzen, weil am Anfang haben wir auch, ich glaube, Potions bekommen. Ich weiß nicht, ob wir 10 bekommen haben oder 5 oder so. I don't know. Aber auf jeden Fall haben wir ein paar Potions bekommen. Und dann würde ich Lisa auch mal eben auf Level 8 bringen, damit wir unser Abenteuer fortfahren können. So. Alright. Dann geht's direkt weiter. Und da oben ist, glaube ich, schon unser allererster Trainer. Zigzagoon hätte ich... Nee, hätte ich gegen Shinx definitiv nicht eingetauscht. Ich meine, Zigzagoon ist nice. Vor allem für die VMs. Aber an sich auch. Zigzagoon... Oder... ich weiß nicht. Ich finde, glaube ich, wie Senior... wo wir gerade bei Bisor sind. Ich finde, glaube ich, wie Senior für den Anfang besser. Ich glaube schon, ja. Weil wie Senior ist... relativ tanky. Noch ein Crit? Oh, was geht denn jetzt aber, Alter? Ich meine, Razor Leaf, okay, High Crit Rate, aber... goddamn, seit wann nehme ich die denn mit? Das ist neu. Ja, lernt halt so zum Beispiel Kratzfurie, Einigler, Walzer und hat halt, wenn man lucky ist oder wenn es gechanged wurde, Adaptability, also Anpassung. So, haben wir überhaupt eine Attacke? Nein. Ich hoffe, Shinx und Luxtra wurden so weit geändert, dass er Minimum Funkensprung und sonst was und so lernt. Also und sonst was und so. Ergibt es überhaupt Sinn? Nicht wirklich. Ist auch egal. So, wir machen einfach weiter Razor Leaf. Ich hoffe es. Weil ich erinnere mich gerade daran, dass Luxtra halt legit so gut wie nichts lernt. Im Base Game. Aber ich glaube, das wurde hier geändert, weil... auch wenn ich diese Draiano-Hacks nicht so sehr mag, habe ich ja erklärt, warum. Hat er eigentlich, also da muss man definitiv Props geben. Draiano ändert, glaube ich, jedes Pokémon oder so gut wie jedes immer, ne? Und hier müssen wir definitiv raus, weil das könnte Schnabel haben. Wir können in Lisa gehen. Vor allem erstmal jetzt für die Flugattacke, das ist okay. Aber sonst, naja. Und, ach fuck, ich habe komplett vergessen, am Anfang anzusprechen. Ich weiß ja gar nicht mehr, wer noch jetzt am Start ist. Wir haben, by the way, keinen Attacken und er trifft natürlich die 55% Hypnose. Ich habe es am Anfang komplett vergessen anzusprechen. Und so, was ich Anfang, Schnabel, sagen wollte, der Aufnahme, ich speede mal eben, hier kann nicht viel passieren, dass... wenn wir ein Like-Goal erfüllen, und das habe ich komplett vergessen am Anfang anzusprechen, und das Like-Goal wird 20 sein, und ich weiß gar nicht mehr, wer noch zuschaut, dann werden die nächsten Aufnahmen, also wenn wir ein Like-Goal schaffen, vor allem vor der nächsten Aufnahme, nicht wenn, ne, sagen wir, unser Like-Goal ist jetzt hier 20, wir haben 18 auf das Video, und morgen kommt direkt die nächste Folge, und sie ist dann live. Und während die nächste Folge live geht, hat das allererste auf einmal 20 Likes. So, dann ist es vorbei. Also wir machen das halt immer so, dass bevor das nächste Video live geht und das Like-Goal erfüllt wird, werde ich die nächste Aufnahme auch lang machen. Also so 50 Minuten, an die 50 Minuten oder über 50 Minuten. Irgendwie sowas. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in Derek. Derek ist noch Monofeuer, ne? Ich hoffe nicht, dass er einen Kampftyp hat. Jetzt gerade, weil das wäre ziemlich ass. Muss ich mal schauen, habe ich voll vergessen. Danach muss ich, by the way, auch wieder heilen. Eigentlich kann ich mir die Frage... come on! Oh, ich habe mit einem Crit gespielt, ne? Wirklich. Obwohl Crit wäre 8. Er hat uns 4 Damage gemacht. Crit ist hier nochmal 2, das wäre 8. Wir hätten 2 KP übrig, das ist okay.
Ja, eigentlich kann ich mir die Frage selber nehmen, ob ich die Tränke benutzen darf außerhalb des Kampfes. Real Talk. Damit wir nicht dauerhaft zum Pokémon Center zurück müssen. Gameplay-wise ist es eigentlich klug, wenn ich die benutze. Eigentlich schon. Ergibt halt keinen Sinn, wenn ich es nicht machen würde. Und ich weiß, ich habe sie dann nicht gekauft. Also ein paar habe ich ja noch. So, vom originalen Game, sag ich mal, weil man ja, ich glaube, 10 geschenkt bekommt. Oder 5? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas. Wenn es 5 waren, sind wir drüber. Wenn es 10 waren, haben wir, glaube ich, noch 3. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Alright, dann befindet sich hier auf jeden Fall unser nächster Trainer. Und der spielt ein Growlithe mit Intimidati. Yep, mit Intimidati. Okay, bei Growlithe haben wir ein kleines Problem. Ich könnte Jinx reinballern, aber Jinx hat, glaube ich, noch keine Wasserattacke. Nee, aber Headbutt, das könnte wehtun. Katja könnte ich reinballern, hat auf jeden Fall Blubber, aber Glut tut ein bisschen weh. Ja, dann gehen wir einfach in Jinx. Kann aber auch sein, dass er Biss hat. Lia, okay, oder halt gar nichts von beiden. Alright, Air Damper. Okay, gut. Wow. Gut, das mit Jinx hat sich dann auch erledigt. Oh, das ist guter Schaden dafür, dass es burnt ist. Ja, dann gehen wir an Derek, I guess. Bleibt mir nicht viel übrig. Ich glaube, der Kampf, der dauert ein bisschen. Das heißt, ja. Wir werden mal versuchen, eben den Kampf so schnell wie möglich zu beenden. Lil. Das Pokémon davor hat einmal Set Attack eingesetzt. Ich glaube, das war ein Zigzagoon, ja. Und ich treffe meine Burns nicht. Meine Burns nicht mehr. Ich treffe meine Ember nicht mehr, meine Glut. Aber dafür war Bormi geburnt und stirbt am Burn. Diese Ironie. Diese Ironie. Also, burntechnisch bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gut unterwegs. Ja. Ich glaube, wir packen mal Lisa nach vorne. Warum nicht? Why not? Hat halt Intimidati etc. Ist das noch ein Trainer? Glaub nicht, ne? Der läuft so hin und her. Ne. Alright, dann haben wir hier eine weitere Potion, die wir benutzen dann dürfen tun. Oh, mich triggert, dass das an manchen Stellen die Kacke von meinem Model transparent wird. Ich schau da mal gleich nach. Real Talk. Indem wir hier aus dieser Kacke rauskommen. Lukas am Starter. Mysterious Man. Ach nee, haben wir gleich nicht schon Team Galaktik-Kämpfe? Oh, ich erinnere mich, oben, ne, ist doch so ein Team Galaktik-Fuzzi, der uns den Weg versperrt. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ah, schade. Naja. Da warst du nichts. So. Alright, kannst du bitte aufhören, so viel zu labern? Sehr appreciated. Das ist ein Trainer-School, bla bla bla. Alright, so. Gut, dann ja, versuche ich mal eben, seht ihr das auch mit diesen Texturen hier, wenn ich runterlaufe? Mich triggert das persönlich. Dann versuche ich das mal eben zu fixen. Alright, direkt gefixt. Seht ihr auch, wir sind nicht mehr transparent. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Actually, nein. Kein Plan, ich habe den Filter nicht mal geändert. Ich habe einfach die gleichen Filter aktualisiert und irgendwie, gut, muss ich halt schauen, wenn ich das Game den nächsten Mal neu starte oder so für eine nächste Session oder so. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. So, alright. Kämpfen die gegen einen? You're a trainer. Excuse me, I'm Jubilef, and we have fun, bla bla bla. Question correctly, do you want to have a go? Alright, brilliant. Let's get some cameras rolling. Here we go. The first question. Is Pikachu an electric type? Yes. Correct. Does the Kanto region's Saffron City have an active fighting gym? Saffron? Oh, die Musik. Alter. Junge, warum ist die Musik so schnell, wenn ich nur... Ich habe keine Ahnung. Egal. Saffron City Fighting. Oh, ich bin mir null sicher. Null. Null. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, Saffron City war die Psycho, oder nicht? Ich meine, oder? So, auf jeden Fall ist es richtig. Professor Oak ist a well-known Pokémon. Ist es Full Name Samson Oak? Ja. Wait, nein? Seriously? War das nicht Professor? Oh, oder vielleicht irgendwie sowas in der Art, glaube ich. Alright, so.
First question, bla bla bla. Das ist ein Nein. Professor, no. On the Savvy Islands, is it true that Trainer Tower is on Seven Islands? Boah, ich hab keinen Plan. I guess ja. Last question, do you think you can beat me in a Pokémon battle? Easy clap. We will see if the answer is correct. Ta. Easy peasy. Oh, die hat die Kanto-Starter. Makes sense, die fragt ja auch Kanto-Fragen. Wait, bekommen wir gleich einen Kanto-Starter? Dann würde ich Shigi nehmen. Weil wir haben Feuer, wir haben Pflanze. Wir haben zwar Katja für Wasser, aber Monowasser haben wir nicht. Dann würde ich actually Shigi nehmen, obwohl Green Gang, dieser Floor, so gut ist das Mon. So gut. Das wäre wirklich ein richtig gutes Pokémon. By the way, Lisa hat gerade Spark gelernt. Richtig cool. Und wir haben zum Beispiel noch Howl. Das heißt, wenn wir irgendeine Beere haben oder ein gutes Matchup, können wir ein, zwei Mal Howlen und Spark drücken. Und alles, was neutral getroffen wird oder sehr effektiv, ist almost dead. Also sehr effektiv, safe, neutral, almost dead. Ich werde so gekarmert im späteren Verlaufe dieses Let's Play. Zu 100% werde ich gekarmert. Das kann doch nicht mehr normal sein. Alter, wie viel Luck ich in diesem Projekt habe. Insane, insane. Insane. You have won the grand prize. Stupendous work, young trainer. The grand prize of this quiz is the 3 Pokémon I just spelled you with. Blah, blah, blah. Talk to me when you're ready to receive your fabulous prize. To the winner goes the spoil. Here we go. First up, the seed Pokémon. Wir bekommen alle. Wait. Wait, da will ich kurz speeden. Und mal Platz machen. Weil wenn wir wieder alle bekommen, dann... muss ich halt wieder mit dem ersten gehen, ne? Und ich glaube, das erste war Bulbasaur. Oh, man. Come on. Don't do me like that, game. Please. Please don't do me like that. Please. So. Oh mein Gott, yep. It's the first one. I have to. Es sind meine Hardcore-Nuzlocke-Regeln. Och man, ich hätte hier so gern ein Shigi wegen Wasser. Aber hey, Green Gang. We stay green out here. Wie nenne ich das Ganze? Ich habe einen Namen. Penelope. Fimbisaflor. Dann nenne ich es Penny. Keine Ahnung warum. Scheiß drauf. So, Lizard-Pokémon Charmander. Ich habe einen Namen. Jeder Glumanda-Fan oder Glurak-Fan wird sich getriggert fühlen, aber Kuss geht raus. So, und dann... Glumanda ist overrated. So. Und dann Squirtle. Barbies Lieblings-Pokémon. Da ich es ja eh nicht benutzen darf, kann ich ihnen auch einfach den Namen geben. So. Trash. Und ich weiß, Glurak ist jetzt nicht wirklich Trash und also... Glurak sage ich schon. Turtok ist jetzt nicht wirklich Trash und also ein Scheiß, aber... Ich trigger Barbie damit immer liebend gern. So. Das geht auf jeden Fall raus. Dann... Ja. Ich glaube, wir packen das Evoli erstmal raus. Glaube ich. So. Zack, zack. Und packen Jinx wieder rein. Oh, ich will immer nach oben gehen. So, und dann kommt Squirtle auch wieder hier hin. Also, wenn ihr selber in den Kommentaren die Mehrheit, nicht nur eine einzige Person sagt, scheiß drauf, benutzt die trotzdem einfach, weil du die geschenkt bekommen hast, werde ich es machen. Ansonsten bleibe ich bei meinen Regeln. Ein Encounter, egal ob random oder static oder Gift oder was weiß ich, pro Route. Es ist scheißegal was. Es ist, ziehe ich da hardcore durch. Wäre es eine normale Nuzlocke, okay. Dann könnte man sich's überlegen. Aber so, ne. Aber wenn die Mehrheit wirklich sagt, wenn es wirklich 2-3 Kommentare sind, werde ich es dann durchziehen, dass ich einfach alle benutzen darf. Oh, wir haben die Trainerschule hier. Bekomme ich hier die Flinkklaue, maybe, wie das immer so ist in Trainerschulen? Ah. I get a cute
Baby-Pokémon Inside. Oh, das darf ich halt auch nicht nehmen. Das darf ich halt auch nicht nehmen. Ah, ich muss die Regel vielleicht doch aufheben für diesen Hack, weil wir einfach viel zu viele Tools geschenkt bekommen und es wäre ziemlich dumm, die nicht zu benutzen. Aber ich weiß halt nicht, wie schwer dieser Hack wird. Ich habe keinen Plan. Wirklich keinen Plan. Ah. Keine Ahnung. Ich bin dann auf euch angewiesen. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich werde trotzdem alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Ob ich es dann benutzen darf, ist eine andere Sache, aber wir werden es trotzdem probieren. So. Ich denke, das wird eh wahrscheinlich ein Togepi sein. Ist ja meistens so für Eier, aber ist auch okay. So. Alright. Dann irgendein Flinkklaue-Typ oder so wäre richtig cool. Hidden Power, I don't care, weil wir die TM noch nicht haben. Die hier, perfectly fine, bla bla bla. So, ich glaube, Barry kämpft hier ein. Also, Scope-Linse, okay. Barry kämpft hier, glaube ich, gegen ein. Einfach Scope-Linse. Sure. Machen wir auf Charles, I guess. Penny hat, by the way, ein Item. Und ich muss Penny mal abchecken und auch on par bringen. Hat Plus Speed, Minus Attack. Kann ich mitleben. Und Miracle Seed Chlorophyll. Okay. Gut, dann Katja wird auch erstmal on par gebracht. Water Sport, nee. Fühle ich nicht so sehr. Zack. Okay, das war einer zu viel. So, dann kommt Penny noch on par. Und dann würde ich, glaube ich, die Trainer rechts ansprechen und dann Barry, maybe? I guess. Ich glaube, ich mache die Trainer erst hier rechts und dann kämpfen wir gegen Barry. Ja? Ja, I guess. Das werden wir so machen. Why not? Alright, dann besiege ich die mal eben. Alright, beide sind besiegt und wir bekommen wahrscheinlich Hidden Power, weil die alle Hidden Power benutzt haben. Bla bla bla. Alright. Ich denke, es ist Hidden Power. Ja, und wir bekommen 99, so wie ich es mir halt dachte. Wen kann ich denn Hidden Power beibringen? Vielleicht Penny? Bisasam ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er so kranke Attacken lernt, eigentlich. Ja. Also, ich bin mir sicher, es wurde alles komplett geändert, aber normalerweise ist es halt jetzt nicht so krank. Dann muss ich gleich einmal heilen und dann würde ich auch gegen Barry kämpfen, actually, glaube ich. So, aber die Hidden Power würde ich nochmal checken, die Penny hat. Richtig und wichtig. So. Ist das der Typ? Bla bla bla. Okay, what type? Penny? Hidden Power ist Fighting. Okay. Kampf-HP. Ist eigentlich gut. Für die erste Arena. Die ist doch Gestein, oder? Ich glaube, die war Gestein. Ja, ja, die müsste Gestein sein, weil im BDSP hatte der Cognodon. Oh, da wird er auch Cognodon hier haben, ne? Oh, PTSD, Alter. So, Barry, I'm ready. I'm ready, steady to destroy your dreams. Oh. Müssen wir gar nicht gegen Barbie kämpfen? Bekommen wir nur die Map. Oh. Hast du Glück gehabt, Barbie? Ich wollte gerade eigentlich deine Hopes und Dreams zerstören, aber hey, was soll's. Global Terminal, bla bla bla, wir haben noch nicht Gym Badge. Okay, cool. Dann geht das weiter nach Norden, I guess. Pokewatch. Oh, diese Pokewatch. Nice, sehr schön. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Und hier im Norden, warte, ich check erstmal den Pokémarkt ab, gibt es ja normalerweise Team Galactic Dude oder, also Minimum ein Team Galactic Dude. Oh, wir haben actually voll viele Pokéwelle. So, dann haben wir hier Air Mail und ein Heal Ball. Warum auch immer ich ein Heal Ball haben möchte.
Ist okay. So, ja, sollte ich irgendwas verpasst haben, wie gesagt, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Unser Ei schlüpft. Und es ist Anzurl. Kein Togepi. Ah, Anzurl ist wirklich nice, ne? Also, Anzurl ist, ja, mit Kraftkoloss und so. Ist not bad. Aber darf ich erstmal nicht benutzen, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich hoffe einfach, bis hierhin schaut jemand das auch noch. Ja, Minimum zwei Personen oder so, was mitbekommen haben, was ich gesagt habe. So, Bidoof ist jetzt nicht on par, der ist Level 8, aber ey, whatever. Ist jetzt nicht so schlimm. Dann geht's weiter. Und zwar hier. Nee, hä? Sind hier nicht nur diese Team Galactic Duo? Ach, hier ist ein Barry-Kampf, das weiß ich. Also, das ist ein Base-Game so. Das wird hier dann wahrscheinlich auch sein. Hier kommen wir nicht weiter. Alright, ja, dann geht's auf Richtung Norden, I guess. Ja, Route 204. Und da oben ist, glaube ich, ein Pokéball gewesen, ja. Paralyze hier, ist okay. Und auf 204 haben wir auf jeden Fall noch einen Encounter und ein paar Trainer. Dann würde ich sagen, machen wir die Trainerin noch und fangen uns noch einen Encounter und dann war's das für die allererste Folge, die dann so 50 Minuten ish geht. Was glaube ich eine gute Partlänge ist. Ihr habt ja dafür gewotet und wie bereits gesagt, ich hoffe, ihr supportet dieses Projekt auch, weil ja, bisher waren so keine uncutted Projekte. Naja, ne, also, ich glaube, die Leute, die ein bisschen länger auf dem Kanal sind, die wissen das, also, manche Folgen hatten legit nur 10 Aufrufe oder so, was abgrundtief traurig ist. Fury Swipe. Es war wirklich keine gute Attacke. Hat auch nur 80 Genauigkeit, okay, nee, ich dachte, das würde irgendwie auf 90 oder 100 gepusht worden sein, weil die Attacke echt nicht gut ist, aber, nee, danke. Nee, danke, dann nicht. 80 Genauigkeit. We don't take that chance. We do not take that chance. Und ich sollte mal Bidoof eigentlich nach vorne hauen. Gast. Okay. Okay, ja, dann hauen wir einfach mal eben Bidoof nach vorne. Und dann würde ich diese Trainerin, denke ich, wegklatschen. Wie viel Schaden? Oh, das macht schon gut Schaden. Aber, Butthead, too strong. Too strong. Oh, Level 8. Ich weiß nicht, ob es auf Level 8 schon Doppelkick kann. Muss es aber nicht, weil es ein Trainer ist. So, also, it doesn't matter, actually. Ja, dann würde ich einfach in Lisa gehen. Ganz ehrlich, bevor jetzt ein Doppelkick kommt. Darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Und es kommt Scratch. Okay, es kann noch kein Doppelkick. Aber das ist okay. Dann machen wir einen Spark. Einen Sparky Spark. Oh, Junge. Ich weiß nicht. Also, ich fühle diese Hex, aber ich brauche sie nicht aktuell. Nicht gegen diese Trainer. Nicht gegen diese Trainer. Aber sei es drum. So. Da ist noch eine Trainerin, bla bla bla. Dann gehen wir mal vom Fahrrad und holen uns unser 204 Encounter. Leaden mit Lisa. Obwohl wir Intimidati haben. Und by the way, Intimidati, ich weiß nicht, ob das. Das ist ein richtig starker Encounter. Ich weiß nicht, ob das erst ab Gen 5 oder Gen 6 geändert wurde oder ob es schon immer so war. Also ich weiß halt nicht ab wann. Oh, es hat Sinn. Fährte, glaube ich, hieß das, ne? Ich glaube ja, wir werfen mal einen YOLO-Ball. Aber Intimidati, also Bedroher, macht, dass ihr, wenn das Bedroher-Pokémon am ersten Slot ist, also in der Lead-Position, YOLO-Balle den Man, dann habt ihr eine niedrigere Chance, Encounter zu treffen. Also dann könnt ihr, es gibt hier doch Feentypen. Warum ist dann Covid-19 keine Feenattacke? Hm. Ich meine, ist jetzt nicht so schlimm, aber wäre ziemlich geil eigentlich, wenn Bezirzer Fee wäre.
Gut, dann... Das ist wirklich ein richtig guter Encounter. Wie nenne ich den? Besser männlich, ne? Wie nenne ich den? Ah, ich habe einen Namen. Luke. Warum nicht? Der gute alte Luke. Obwohl... Ja. Ich habe einen coolen Namen. Ich weiß nicht, ob Sora... Ich bin kein Kingdom Hearts Fan, by the way, aber der Name ist cool. Ich weiß nicht, ob Sora unisex ist, aber ich glaube schon, weil... Ich erinnere mich mal, wir hatten damals vor ein Jahr oder so in Freezing Sapphire einen Run, wo wir unsere Pokémon noch Videospielcharakteren benannt haben und da war sehr, sehr viel Kingdom Hearts bei und sehr, sehr viele Kingdom Hearts Charaktere hatten Unisex-Namen. Ja. So, ich packe Daisy auch mal nach hier unten. Könnt ihr Daisy auch mal abchecken. Plus Attacke, minus Defensive. Damit kann ich leben. Plus Attacke, minus Speed wäre noch geiler. Huge Power. Ja. Okay, dann was hat Sora noch? Hat ein Item? Ah, ne. Okay. Dann Summary. Plus Special Defense, minus Attack. Ja. So viel zu Galagladi. So viel zu Galagladi wird, naja, gut. Es hat Confusion und Disarming Voice. Actually, not bad. Aber würde ich trotzdem erstmal auf der Bank weiterhin lassen, I guess. Ist mir ein bisschen zu fragil aktuell noch, bevor es mir wegstirbt. Ist ein sehr, sehr gutes Pokémon, sehr, sehr guter Encounter. Alright. Aber... Freunde, dann wie bereits gesagt, war es das aber auch für die allererste Folge Renegade Platinum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls dem so war, lasst dem Ganzen einen Daumen nach oben, das Support ist kein Mord. Wie bereits gesagt, das Like-Goal viel zu spät angesprochen, werde ich im nächsten Part dann nicht vergessen, werde ich direkt am Anfang an, also von Anfang an ansprechen. Das Like-Goal werden aber 20 Likes sein, das heißt, wenn ihr 20 Likes das Like-Goal erfüllt, bevor der nächste Part droppt, wird der nächste Part halt auch genauso lang gehen wie der jetzige Part oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Wir werden sehen. Ansonsten abonniert diesen Kanal, um in Zukunft gar kein Pokémon-Content mehr zu verpassen. Like das Video, kommentiert für den Algorithmus und dann ja, bedanke ich mich auf jeden Fall dafür, dass ihr meinen Kanal abonniert habt, mich supportet, bla bla bla, Sachen schaut und ja, normale Stuff. I guess, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr supportet weiterhin. Gut, mehr gibt's nicht zu sagen. Bisher hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Bisher kann auch die Pokémon nicht so geistgestört attacken, aber wir werden da sehen. Wir sind noch nicht mal auf Level 16 oder so. Wir werden sehen. Ich hoffe natürlich nicht so sehr, aber whatever. Egal. Und schreibt mir es auch sehr, sehr gerne in die Kommentare wegen den Encountern. Ob ich mehrere benutzen darf, ja, nein, bla bla bla, weil sonst benutze ich halt einfach meine Standard-Hardcore-Nuzlocke-Regeln. Alright, Freunde, dann war es auf jeden Fall für die allererste Folge mit Renegade Platinum. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Daumen nach oben, falls euch gefallen hat, Supports, kein Mod, abonnieren nicht vergessen, bla bla bla. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.